Ihr liebe Zuschauer, heute dreht sich mal alles rund um das Thema Eier. Ja, Sie haben richtig gehört. Ich meine Frühstückseier, ne? Das ist ja so ein Thema. Ich meine, die kann man ganz normal servieren, könnte man aber auch weiterverarbeiten in ein Omelett oder in ein Spiegelei oder in ein Rührei. Naja, auf jeden Fall gibt es viele verschiedene Formen, wie man Eier essen kann und wie man die aber zubereitet, sodass sie einfach nur perfekt werden. Das erklärt Ihnen heute der Sydney. Hä? Hä? Ich? Ja? Nein? Doch, ach, mein Hemd ist viel zu kurz. Das kam eben aus der Waschmaschine. Also, wenn ich was nicht kann, dann ist das Hast du es Hemd ein. vielleicht über unseren Dampfeierkocher Ich gehalten, dein Hemd? Kann das vielleicht Nein, aber sein? ich wollte die Überleitung gerade schaffen. Also, wenn ich was nicht kann, ist es Waschen von Hemden. Aber was ich kann, ist eigentlich, wenn ich überhaupt was kann in der Küche, Spiegelei und Rührei. Ja. Und deswegen bin ich überrascht, dass es dafür extra eigentlich ein neues Gerät geben soll. Weil normalerweise, wir kennen es ja in der Pfanne. Am besten noch in der Keramikpfanne, damit Ja, nichts anpappt. Und es hat aber genau. hier Rosenstein und Söhne. Nee, Rosenstein und Söhne, in Factory. In Factory ist es, ne? Genau. Also das Schöne hieran an dieser Ich wollte Maschine. aber gerade sagen, Ja, erzähl. deswegen, ich wollte es ja eigentlich vorstellen. Wir haben Ach hier mal ein so. wunderbares neues Gerät. Ich kenne das Gerät ja auch schon jetzt Ja. seit ein paar Stunden. Okay. Also wunderbar, wir haben hier einen wunderbaren neuen Eierkocher. Eigentlich, meine Mama hat so einen Topf gemacht, 5 Minuten für harte Eier, 3 Minuten für weiche Eier. Und Ja. jetzt schafft es eigentlich unser Gerät automatisch. Wir können rein theoretisch den Raum verlassen, müssen nicht gucken, weil wir haben ja hier einen Timer mit drin. Das ist ja das Schöne. Nämlich, das hier macht eigentlich alles von ganz alleine. Das funktioniert mit Dampf. Man sieht es ja auch hier, alles beschlägt plötzlich. Ist auch warm. Ne? Wird auch schön warm, genau, damit die Eier auch gut durch sind. Und das Ganze wird, wie gesagt, ein bisschen Wasser füllen wir hier rein. Da haben wir hier so einen mitgelieferten Becher. Das ist der hier, der Maßbecher. Und da kann ich dann wählen zwischen hartgekochten Eiern oder natürlich auch weich oder so ein Mittelding. Ne? Dann natürlich auch wie viel Eier. Also von 1 bis 6 kann ich hier wählen. Hier passen 6 Eier hinein. Aber wem das zu langweilig ist, da gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit, Eier zu futtern, oder? Ja, wir haben ja auch extra Förmchen, schau mal hier. So Ja. Passförmchen, da können wir das Ei nämlich flüssig hineingeben. Dann legen wir es einfach auf den Dampfer, Ja. was hier mit Wasserdampf gemacht wird, und erhitzt die Schale. Und ich kriege mein Spiegelei zum Beispiel in diesem, ich weiß nicht, soll ich Hufeisen sagen, eher Gebiss. Ich finde, es sieht eher aus wie ein Ja, Teddybär, naja, auch nee, wie so du ein wieder. Gebiss, weißt du, wenn er sagt. So ein Abdruck, ne, beim Na, Zahnarzt. ich kenne die doch zu Hause von Nee, der pass mal Werbung. auf. Wenn es, momentan sieht es vielleicht für dich noch wie ein Gebiss aus. Aber wenn das dann erstmal fertig aus ist, ich finde, dann sieht es aus wie ein knuffiger Teddybär. Schau mal, wir haben das hier nämlich schon ein bisschen Ach, hat die Kamera das da oben? vorbereitet, genau. Oh, Und ich Entschuldigung. finde, dann sieht es aus wie ein Teddybär. Findest du den Ne? Teddybär? Ja. Wo Machst du hier siehst du noch denn da zwei bitte den Augen rein? Teddybär drin? Ja, warte, also das ist die Nase. Das sind die Öhrchen hier oben, das hier. Und warte, und mit Pfeffer mache ich jetzt noch 2 Augen. Pass auf. Du und ich schwinke immer, ne? Upsa. Oh, guck mal, wie witzig, das klappt ja sogar. Das ist ein fieser Teddybär. Oh ja. Komm, nix in die Nase, du. So, guck mal Räusperst du es hier. uns hier? Jetzt ist es ein Teddybär, oder? Einer, der es aufs Auge bekommen hat, vielleicht. Also, So, oder so der ein muss noch lachen. kniepender, so ein kniepender, so ein zwinkender Teddybär. So, hallo alle Katrin, ich bin der Teddybär. Ich bin der Eier-Teddybär. Ja, der muss noch lachen. Guck Du, mal. mit dem Pfeffer solltest du sparsam umgehen beim Spiegelei. Das sind Kräuter. Wir stellen uns jetzt einfach mal Das vor, sind das wären Kräuter. Kräuter. Lecker. Nein, aber die Idee an sich ist schon wirklich echt süß. Ich meine, so hast du noch 500 Geräte rumstehen, da hast du einen Eierkocher, dann hast du noch Riesenpfannen, die du wieder abwaschen musst. Ich Ja. finde es halt, ich find's schön, wenn es in der Passform kommt. Also, wenn ich dann versuche, Spiegelei zu machen, je nachdem, wie groß oder wie klein die Ja. Pfanne ist, und dann auch noch mich als detaillierten Fanatiker, ich versuche es dann rund zu bekommen, aber es zerläuft ja in alle 1000 verschiedene Richtungen. Und vor allem das Eigelb landet nie da in der Mitte, wo ich eigentlich möchte. Es rutscht so meistens an den Rand und Ja. dann sieht nicht mehr schön aus. Ja, das stimmt. Guck mal, hier kann man das noch mal schön sehen. Also Ja. das ist ja hier wirklich alles eine Form. Hier, das ist unser Kocher. Und wenn ich dann meine Spiegeleier machen möchte, dann lege ich einfach hier so eine kleine, ups, das war heiß, eine kleine Platte auf. Das ist diese hier. Ne? Ja, eben. So, das wäre dann hier so So ein bisschen wie reingelegt. ein Teelicht, ne? Dann die Förmchen drauf. Genau, das ist dann unsere Heizplatte. Und los geht der Spaß. Und dann, schwuppdiwupp, habe ich hier schöne Spiegeleier gezaubert. Also, Hör mal. die Eier sind fertig. Das sind die Das fertigen ist Eier. der Alarmton. Also, unser Eierkocher 2 in 1, wo Eierkocher mit Schnellzubereitung, hat die Bestellnummer. Da kommt gleich auch mal das Datenblatt bestimmt in den Screen hinein. Da ist es auch schon. Das ist die NC3585569. Unter 20 Euro. Ein herrliches Produkt. Eben Ja. auch schön positionierte Eier. Schön gebacken und gebraten und gekocht. Und einfach top.
Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ich meine, das ist ja hier wirklich schön mit unserem Eierkocher und Spiegelei. Aber, ja, wir hatten die ja gerade frisch aus dem Kühlschrank. Ne? Das hätte man nicht machen sollen. Wieso? Jetzt, weil die dann sofort platzen können. Man soll die wirklich so ein bisschen Zimmertemperatur haben. Jetzt meine Frage an dich, Sydney. Müssen Eier immer rund sein? Eier sind nicht rund. Von vornherein sind Eier nicht rund. Nein. War es eine Fangfrage? Das war eine Fangfrage, nee. Oder? Wir kommen nämlich zu unserem nächsten Produkt. Denn unsere Eimaschine sagt, nee, ja genau, unsere Eimaschine sagt, Eier können doch auch eine Würfelform haben. Hä? Ja? Wie? Ja, unsere Eier sind jetzt eckig. Sind wir jetzt in Las Vegas oder was? Nein, schau doch mal bitte. Oh. Hier. Das ist ja Wahnsinn. Du, ist ja Zaubertrick hier. Ja. Pearl TV, der Zaubersender. Du, das sage ich dir. Nein, eine, guck mal hier. Würfeleimaschine. Das ist jetzt auch wirklich ein Ei. Ich zeige Ihnen das, dass wir hier nicht fuchsen. Der ja. Onkel isst das mal. Ja, da hau mal rein, Onkel. Na, okay, na, gehen Sie. Aber George, komm. Ja, eigentlich sollte das jetzt noch Deko sein. Möchtest du noch ein bisschen Salz und Pfeffer? Oh ja. Während du hier naschst, erkläre ich mal, wie diese Maschine eigentlich funktioniert. Wir haben hier eine Eimaschine. So, mein Ei kommt jetzt hier oben, das drehe ich auf, kommt jetzt hier rein. Natürlich soll es schon gekocht sein. Hier kommt es rein. Wir haben das hier nochmal. Dann stelle ich es für ein, zwei Stündchen in den Kühlschrank. Nimm mal das. Und dann plötzlich nimmt es diese Form an. Ja, eigentlich ganz simpel. Und wenn ich jetzt das hier mal aufschraube, jetzt zeige ich den Zaubertrick mal. So, einmal aufschrauben. Dann haben wir hier unten so eine kleine Platte. Mhm. Das ist die hier. Zeig mal. Die kleine Platte hier. Und jetzt folgt mir mal. Jetzt drücke ich das hier einfach nur raus. Und schon habe ich da so ein Würfelchen. Das ist natürlich genial, auch für jeden Party-Gag, ja? Für jede Geburtstagsfeier. Ich meine, wo hat man schon mal eckige Eier? Guck mal hier. Bevor du hier die jetzt noch auch noch weg isst, will ich noch mal den Leuten zeigen, wie klasse das eigentlich ist. Oh. Ich finde es Hammer, oder? Ein eckiges Ei. Also das ist doch, ich meine, man sagt ja immer, Eier sind rund, aber in diesem Falle nicht. Lass es dir schmecken. Also hast einen gesunden Hunger, ne? Jetzt fehlt noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Das ist, aber ich finde die Kochshows bei uns immer so toll. A, die Produkte sind... Weil du dir kein Frühstücksbrot mitbringst. Nein, aber A, die Produkte sind echt. Das sind... Naturprodukte, aber wir können mit diesen schönen Natursachen, also mit dieser schönen Vorlage noch schöne Sachen zaubern. Ne? Und heute jetzt mal hier, also ich mag die Eierform hier bei dem Spiegelei. Ich finde das witzig hier mit dem Frühstücksei in einer Würfelform. Also wenn du da vielleicht auch noch hier ein bisschen kreativ bist, dann kriegst du vielleicht auch noch mit. Ich zeig dir das mal. Also theoretisch. Boah, das war mutig, ne? Hätte aber auch nicht gekocht sein können. Ja. Da kannst du, wenn du ein bisschen vielleicht Essensfarbe nimmst, dann kannst du einen Namen draufschreiben oder Zahlen. Oh, das ist so ganz heiß. Witzig vielleicht. Und gerade jetzt auch, ne? Ostern eine schicke Sache, man kann das ja aufbauen, aber für jede, klar, wenn du so am Wochenende vielleicht ein paar Gäste hast, ne? Ja. Finde ich total witzig. Fall. Oder sie haben eine Pension zu Hause, vielleicht eine private Pension oder auch ein Hotel. Kann ja sein. Das wäre doch mal was Witziges, ihren Gästen anzubieten. Ich erkläre das spricht noch, sich rum. Oh, definitiv. Also wenn das Ei jetzt geschält wäre, würde ich auch machen, wenn es noch nicht so verdammt heiß wäre. Dann kommt das einfach hier so rein. Okay. Ja? Dann kommt der Stanzer drauf. Oh, und dann kommt das für zwei Stunden im Kühlschrank. Natürlich ohne Schale, ganz klar. Aber wie gesagt, ist es noch sehr heiß. Und dann wird es hier oben einfach nur noch festgeschraubt. Und dann entstehen hier wirklich wunderschöne, eckige Eier. Also ich meine, hallo, guck dir das mal bitte an. Ja, das Ergebnis. Nee, ist perfekt. Also es war vorher ein Würfel, es ist ein sechskantiger Würfel, aber was ich halt schön finde, es ist unter 4 Euro das Produkt. Ja, definitiv. Also davon kann ich mir mehr als eins holen. Würde ich sowieso machen, gerade wenn du so Partygäste hast, eine kleine Platte zaubern, mit ein paar Käsewürfelchen, dann Eierwürfelchen oder natürlich auch schön für Eiersalat, wenn man oben dann so dekoriert. Normalerweise sind die ja immer rund, wie man das hier von den Eiern kennt. Da kann man so Speaker reintun, von allen Seiten. Stimmt. Ach, schön mit Käse und Weintrauben. Oh, lecker, lecker, lecker. Mm, Sie sehen, uns kommen schon die tollsten Ideen. Und Ihnen kommen jetzt bestimmt auch tolle Ideen. Ich meine, hey, für 3,90 Euro ist eine tolle Würfeleimaschine. Gleich dazu bestellen. NC8079 und die 569. Und machen auch Sie sich einen tollen Abend zu zweit oder mit mehreren Partygästen. Oder vielleicht für nächstes Jahr Ostern dann wieder, wie auch immer Sie möchten. Genau, und die Bestellnummer ist die 018051. Nee, ist die Telefonnummer, aber so ähnlich. War was mit Nummer? Nee, du musst ja irgendwo anrufen. Ach so, du hast ja die Bestellnummer, ist die 0180. Naja, wenn ich anrufe, will ich auch... Ja, das ne? kann man jetzt... Gut, also, dann sag's halt nochmal. Nee, also Telefonnummer ist die... 0180-5151 und dreimal die 2. Sehr schön. Und dann kriegen Sie entweder unsere schöne Würfeleimaschine oder unseren tollen Eierkocher. Natürlich können Sie damit auch Spiegeleier machen. Das alles kommt zu Ihnen nach Hause. Ganz schnell bestellen und anrufen. Viel Spaß damit. Ja, und guten Hunger. Ja. Das wünsche ich auf jeden Fall.